NEOS Gesundheitssprecher Gerald Lorca hat das Wort. Danke sehr, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister. Ich spüre, die Kollegen von den Freiheitlichen sind eifersüchtig, weil der Herr Minister heute eine pinke Brille trägt. Aber wahrscheinlich, wenn Sie dann einmal eine dringliche Anfrage haben, dann nimmt er für Sie eine blaue mit. Das könnte ja dann passen. Zur Pflege. Wir wollen das Thema von den NEOS aus in der langfristigen... Hat er nicht? Wäre ich ohne Sie nicht draufgekommen, Frau Kollegin. Ich habe nicht einmal was bezahlt dafür, wir haben es geschenkt. Gut. Wir lernen, der Minister hat seine Brille bezahlt bekommen. Gut, jedenfalls wollen wir auf die langfristige Finanzierbarkeit des Pflegesystems hinaus. Wir sehen nicht das Ziel darin, den Zugang in den niedrigen Pflegestufen zu erschweren, so wie es jetzt gemacht worden ist. Und es ist auch nicht viel erreicht, wenn der Pflegefonds bis 2018 ohne Alternativen verlängert wird. Wir glauben, dass im Bereich der Pflege große Schritte notwendig wären, wie es das im Gesundheitsbereich auch gibt. Da wird eine Gesundheitsreform aufgegleist, da reden wir von Health in All Policies, man hat einen ganzheitlichen Zugang und da sind wir bei der Pflege noch lange nicht angelangt, mit der Konsequenz, dass die Menschen in Österreich zwar älter werden, aber dass sie verhältnismäßig viele Jahre im internationalen Vergleich in nicht so guter Gesundheit verbringen. Was wir brauchen als zentrales Ziel ist ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Pflegesystem und dessen Finanzierung auch über einen längeren Zeitraum hinaus sichergestellt werden kann. Da kommen große Herausforderungen auf uns zu. 80% der Menschen wollen in der gewohnten Umgebung gepflegt werden. Die Hälfte von denen wieder ist jetzt in den unteren Pflegestufen. Und wenn wir, so wie das in den letzten Jahren mehrfach gemacht wurde, den Zugang zu den unteren Pflegestufen erschweren, dann macht man es auch schwieriger, dass dort häusliche Pflege erfolgen kann. Und es ist immer wahrscheinlicher, dass sich der Gesundheitszustand solcher Personen weiter verschlechtert und dass die viel schneller in eine Situation kommen, wo es mit häuslicher Pflege nicht mehr getan ist oder wo sich eben die Betreuenden das dann nicht mehr leisten können. Und da ist auch die Valorisierung, die da beschlossen wurde, ein Tropfen auf den heißen Stein. Da kommen auf so eine Familie große Kosten zu, wenn jemand zu Hause pflegebedürftig ist und wenn man einmal eine 24-Stunden-Pflege braucht. Selbst mit allen öffentlichen Zuschüssen bleibt da einiges an Geld aufzubringen. Und wenn da zu viel aufzubringen ist, kann ein kurzer Spitalsaufenthalt dann auch schon schnell für die pflegebedürftige Person nachher im Pflegeheim enden. Und dann ist es teuer und dann ist es ineffektiv. Wir haben es in Österreich mit einem komplexen, zersplitterten System in der Pflege zu tun. Wir haben intransparente Finanzierungsströme, wir haben verschiedene Einzelinteressen, wie überall, wo die Bundesländer ihre Finger im Spiel haben. Und wir haben auch eine Zugangsregulierung in Form von Gatekeeping, wo zu den hohen Stufen eigentlich rein nach einer Kostenlogik beurteilt wird, ob da jemand hineinkommt oder nicht. Und wir haben zusätzlich noch Parallelstrukturen durch Pflegefälle, die im Gesundheitssystem betreut werden. Gleichzeitig berichtet der Rechnungshof von Pflegeheimen, die schlecht ausgelastet sind. Ich komme selber aus einer Stadt, wo ein Pflegeheim steht, das zu 55% ausgelastet ist. Wir müssen aus diesen alten Strukturen heraus, wir müssen ideologiefrei und evidenzbasiert darüber diskutieren, wie wir die Pflege lösen können, wie wir eine Qualitätssicherung österreichweit erreichen. Und wir sehen hier einen klaren Weg. Wir brauchen inhaltliche Debatten und nicht nur eine rein einsparungsorientierte Debatte zum Pflegegeld. Wir brauchen Veränderungen des Systems, die langfristig wirken. Und das muss man irgendwann einmal anfangen. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und diesen Anfang, den hätten wir gern gesehen. Wir wollen hier Best-Practice-Modelle aus dem internationalen Vergleich nach Österreich ziehen. Und da könnte man noch sehr viel herausholen, wenn man auch die Finanzströme noch besser koordiniert und dem Prinzip Geld folgt Leistung nach ausrichtet. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung im Sinne einer langfristigen Sicherung der Pflege in Österreich. Es gehe um die langfristige Finanzierbarkeit des Pflegesystems, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Lorca.